Es gibt wieder einen Grund, sich aufs Sterben zu freuen. Mit Dark Souls 3 erscheint der Abschluss der berühmt-berüchtigten Souls-Trilogie. Und der bietet das, was wir von der Action-Rollenspielreihe erwarten. Erbarmungslose Bosse, noch erbarmungslosere Kämpfe, eine deprimierende Dark-Fantasy-Welt und einen sauhohen Schwierigkeitsgrad. Laut Entwickler From Software soll Teil 3 sogar der härteste Serienteil sein. Ich habe mir zig Stunden im Königreich Lothric um die Ohren geschlagen und kläre jetzt im Test, ob Dark Souls 3 wirklich das schwierigste und vielleicht sogar das beste Souls-Spiel aller Zeiten ist. Oh, und kleiner Spoiler-Alert, 3 der ersten Bossgegner werden kurz im Video zu sehen sein. Allerdings sind die wirklich aus den allerersten Spielstunden. Das Land Lothric ist offenbar einer gigantischen Katastrophe zum Opfer gefallen. Es ist kaum noch jemand lebendig, eine allgegenwärtige Melancholie hat sich breit gemacht und die Toten stehen wieder aus ihren Gräbern auf. Der Held von Dark Souls 3 ist einer davon. Unsere Aufgabe, die mächtigen Aschefürsten oder Lords of Cinder aufspüren und mit ihren Seelen den Thron im Feuerbannschrein wieder aktivieren. Nur so kann die ewige Flamme wieder entfacht werden. Wer jetzt nur Bahnhof versteht, das ist normal. Wie Fans das von früher gewohnt sind, präsentiert sich die Story von Dark Souls 3 kryptisch, arbeitet ganz bewusst mit Leerstellen. Man muss Itembeschreibungen sorgfältig lesen, sich die Umgebung anschauen, interpretieren und am Ende landet man doch auf YouTube und schaut sich Theorien anderer Spieler an. Das ist nach wie vor klasse. Allerdings reicht die Welt von Lothric, so gut sie auch sein mag, nicht ganz an Lordran aus Dark Souls 1 heran. Und sie ist auch nicht so innovativ wie Yharnam aus Bloodborne. Das liegt überraschenderweise auch am Leveldesign, eigentlich eine der Stärken der Serie. Dabei hat sich am an sich exzellenten Spielprinzip eigentlich nichts geändert. Ich bastle mir im Charaktereditor meinen perfekten Helden, wähle zwischen gepanzertem Ritter, leichtfüßigem Schwerttänzer, Magier, Priester und dann geht sie los. Die brutale Erkundung von Lothric. Weil man im Spiel ziemlich schnell den Löffel abgibt, tastet man sich vorsichtig um jede Ecke, lockt Gegner einzeln von der Gruppe weg und versucht aus den brutalen Kämpfen irgendwie lebend rauszukommen. So gut, so bekannt. Das Problem am Leveldesign ist, dass viele Areale etwas zu unspektakulär ausfallen, zumindest wenn man sie mit früher vergleicht. Wer was in der Qualitätsgrößenordnung von Blighttown oder Neulondo sucht, wird eine Weile suchen müssen. Ohne zu viel zu spoilern, hier nun mal die ersten Gebiete. Eine alte Burgmauer, ein Dörfchen, ein Wald, ein Sumpf, eine Ruine, eine Kathedrale. Wer Bloodborne gespielt hat, wird viele Gebiete wiedererkennen. Zum Beispiel das Dörfchen oder den Wald. Bitte nicht falsch verstehen, das ist Kritik auf hohem Niveau. Die Gebiete sind wegen all der Gefahren trotzdem spannend und cool inszeniert. Und ab und an gibt's dann auch mal richtig coole Ideen, wie diesen Friedhof mit unendlich spawnenden Untoten. Aber insgesamt kämpft Dark Souls 3 so ein bisschen mit der immens hohen Messlatte, die der meisterhafte erste Teil mit seinem kreativen Leveldesign gesetzt hat. Aber zumindest gehören die Schlauchlevels von Dark Souls 2 der Vergangenheit an. Zwar ist Teil 3 im Vergleich zum Erstling immer noch recht linear, er arbeitet aber sinnvoller mit Abkürzungen und Verbindungen. Und das Kampfsystem ist der absolute Hammer. Ich hatte noch nie so viel Spaß in den Kämpfen von Dark Souls wie hier. Das Spiel profitiert von der höheren Beweglichkeit, die Bloodborne der Serie gebracht hat, ohne dass es die eigene Identität verliert. Heißt konkret, wer einen Geschicklichkeitscharakter mit viel Ausweichen spielen will, kann das besser denn je tun. Wer hingegen auf Schwert, Schild und dicke Rüstung setzt, fährt nach wie vor ebenfalls super damit. Wie immer bei einem Dark Souls ist das konkrete Kampfgeschick mit dem Gamepad mindestens genauso wichtig wie die Rollenspielskillung der eigenen Figur. Jede Waffe hat ein eigenes Arsenal von leichten und schweren Attacken und will gemeistert werden. Zu den fortgeschritteneren Techniken gehören die neuen Skills. Meine Doppelklinge startet beispielsweise eine mächtige Pirouette, die ich mit einem weiteren Wirbelangriff zu einer Combo verketten kann, wenn ich weiß, wie es geht. Auch das Backstabben und Auskontern kehrt zurück. Und bei all den Möglichkeiten macht das Austüfteln der perfekten Angriffsstrategie enorm viel Spaß. In dem Zusammenhang ist umso erfreulicher, dass die Bossfights wieder zu den Highlights des Spiels gehören. Wo man in Dark Souls 2 zynisch gesprochen viel zu oft gegen dicke Ritterbosse gekämpft hat, ist die Vielfalt an Endgegnern jetzt wieder auf dem Niveau von Teil 1. Der dicke Wurzelkollege hier lässt sich zum Beispiel nur schwächen, indem man seine Eiersäcke trifft. Und damit nicht genug, wer die Hälfte der Energie runter hat, erlebt sein blaues Wunder, weil der Kerl den Boden zerstampft und alles in den Abgrund stürzt. Solche Phasenwechsel gibt's häufig. Auch technisch ist das Spiel ohne Zweifel das bisher schönste Dark Souls.
Es setzt zwar weder auf dem PC noch auf Konsolen technische Meilensteine und fällt ein bisschen hinter dem famosen Kreativdesign eines Bloodborne zurück, trotzdem ist das düstere Setting absolut stimmig in Szene gesetzt. Dark Souls 3 lebt mehr von seiner Inszenierung, seinen Aussichten und Gegnerdesigns als von knackscharfen Texturen. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Bleibt noch die Frage mit dem Schwierigkeitsgrad. Und hier kommt's natürlich immer auf das an, was man als Spieler will und selbst auf dem Kasten hat. Ja, auch Dark Souls 3 ist teils knallhart. Man stirbt häufig und muss sich durch einige Stellen echt durchbeißen. Auf der anderen Seite bin ich als jemand, der alle Souls-Spiele gespielt hat, vergleichsweise problemlos durchgekommen. Und bevor jetzt einer sagt, das liegt nur an meiner Erfahrung, ich habe mit Ornstein aus dem ersten Dark Souls heute noch Probleme. Teil 3 ist im Vergleich angenehmer und fairer zu mir. Das mag auch an dem besseren Handling im Kampf oder den besser ausbalancierten Klassen liegen, aber ich fasse es mal so zusammen. Dark Souls 3 ist zwar nicht das schwierigste Souls aller Zeiten, aber das liegt vor allem daran, dass es weniger denn je frustriert. Und das ist was Gutes. Unterm Strich ist also das teils zu routinierte Leveldesign der einzige große Kritikpunkt an Dark Souls 3. Und selbst da kritisiert man auf hohem Niveau. Der Abschluss der Souls-Trilogie punktet mit einem grandiosen Kampfsystem, einer dichten Atmosphäre, einem fordernden Gameplay und all den anderen Stärken, die den Souls-Spielen seit Jahren ihre Fanbase sichern und wahrscheinlich auch in Zukunft noch eine ganze Weile sichern werden.